Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay, eingeschickt von Metagross555 mit seinem E25. Und dementsprechend schauen wir mal, wie er hier performt. Wir sehen, das ganze Vanilla hat den einfachen Hintergrund, dass die Mods noch nicht so laufen, beziehungsweise die Replay-Funktion noch nicht so funktioniert. Und dementsprechend, ja, sehen wir das so, wie es ist. Ganz puristisch, aber hat er auch mal wieder was. Gerade der E25 ist natürlich eins der Highlights und ganz besonderer Panzer allgemein bei World of Tanks. Leider ja nicht mehr zu erwerben, also tut mir wirklich leid für alle, die den nicht mehr haben können. Aber man kann ja so als ganz, ganz kleines Minimalgefühl so ein bisschen mit dem Kanonenjagdpanzer liebäugeln. Wobei aber der für mich nicht rankommt, muss man auch ganz ehrlich sagen. So, er spielt hier mit Fernrohr. Ansonsten kein Tarnnetz. Das sieht man ja schon mal. Und jetzt wird erstmal gewartet, ob er da was sieht. Und da ist doch schon der erste da. Der KV-13 hat ein bisschen zu weit vorgehalten, weil er dachte, der kommt noch aus der Bewegung. Zweiten daneben gesammelt. Jetzt mit dem dritten klappt's. Und jetzt ist er gekettet. Ja, KV-13, der tut einem jetzt leid. Ja, da ist er schon weg. Da jetzt der Tiger. Und jetzt konnte er sich hinter den Stein retten. Sein Glück ist es gewesen. Und oben auf dem Turm, das klappt nicht. Dafür ist er einfach zu krass. Gegenüber dem E25, der aber wirklich kein Durchschlagsmonster ist. Aber jetzt der T29, der steht schön seitlich. Kommt jetzt nicht mehr ran. Der Tiger kommt jetzt dafür wieder ein bisschen raus. Und diese Schussfrequenz ist einfach abnormal. Ja, müssen wir ja langsam gleich Sorgen machen, dass er hier bald keine Schüsse mehr hat. So schnell, wie er das Zeug da raushaut. Na, traut er sich noch? Er bekommt einfach kein Schussfeld auf den. Ja, und jetzt ist er zerstört. Ich glaube auch langsam, dass da kaum mehr Gegner ist. Ja, ich wollte ihm genau das gerade in Anführungszeichen vorschlagen, jetzt mal weiterzufahren. So, und hoch den Berg. Er ist halt einfach so wahnsinnig mobil. Das ist das Geniale an dem. So, und da jetzt der Tiger wieder. Ja, jetzt hat er ihn ideal. Kann hier komplett alles rauspratzen, was er so hat. So, und jetzt der Killshot. Oder auch nicht, oder doch, oder jetzt. Immer noch nicht, jetzt vielleicht. Jetzt, ja. Jetzt klappt es mit dem Nachbarn. Lang genug hat es gedauert. Man hat doch kurz gesehen, er hat unten schon auf Premium vorgeladen, weil ich dachte, ich habe keinen Bock mehr. Ich will ihn jetzt wegmachen. Ich will nicht mehr. Blindshot. Ja. So, da unten noch ein anderer E25. .4:8 für den Gegner. Ich glaube, den E25 kommt da nicht drauf. T67 ebenfalls nicht. Also hilft's nichts, man muss weiterfahren. Und was ist mit dem? Auf den kommt er aber drauf. Auto-Aim. Jetzt ist er offen. Und jetzt muss ich zurückziehen, weil er da natürlich tendenziell sehr auf freiem Feld steht, aber er macht jetzt die Variante Attacke. Wow, der war knapp. Ja. Die zwei Kills, die hat er sich dafür jetzt ordentlich ergaunert, weil die hat nicht mehr viel HP. Den IS vielleicht, jetzt wenn er da unten kommt, ja. Und man sieht, er ist nicht mal gespottet.
jetzt kann er den hier wirklich schön in die Seite bratzen. Es kann hier nichts machen. Gespottet war er scheinbar wirklich nicht. Ja, der ist der T25-2. Jetzt ist er offen. Hat er ihn direkt gekettet. Und auch der ist weg. Ja, das ist also der E25 ist einfach ein Monster. So, 15 Granaten hat er noch. Das ist mal geparkt, du. Einfach mal die Brücke ausgenutzt. So, jetzt kommt er auf die Suda drauf. Und da ist ja noch einer. Da hinten kommt jetzt gefühlt so wieder alles. Der Scorpion. M6. Ne, denkt er sich jetzt, okay, wird so nichts mehr. Jetzt könnte sie einfach easy hinterfahren. Der arme LKW da. Aber schön, dass er da so durchgeht wie Butter, obwohl der LKW genauso groß ist wie er selbst. So, und jetzt rauf auf den Hügel und von hier aus da jetzt spotten und wahrscheinlich auch den Schaden anbringen. Nee, kriegt hier keinen nix auf. Hat jetzt so erwartet. Hätte ich jetzt genauso gemacht wie er. Aber in dem Fall wird es noch nichts. Und jetzt ist er auch gleich alleine, weil nur noch die Arti da drüben ist. Schöner Schuss. Arti hat gekettet. Und jetzt kann er ihn wegmachen. So, er hat noch 3 Gegner und 10 Granaten. 6 Kills hat er, 3 braucht er. Würde nach einer Radley Walters schreien. Und der Gegner schreit schon TikTok. Er muss ja hier cappen. Aber es kann sich noch ziemlich sicher sein, dass der Gegner noch hier auf seiner Seite ist. Fernglas springt an, da ist die Arti. Auto-Aim. Erster sitzt. Zweiter sitzt. Dritter sitzt. So, noch 7 Granaten. Alter, macht's sehr spannend. Da sind sie. Scorpion fährt weg. Das ist ja mal eine Taktik, du. Und ja, zerstört ihn jetzt. Und jetzt, er hat noch so viele Hitpoints, er kann sich mit der Su locker 1-on-1 anlegen. So, erster klappt. Oh, Munitionslager kaputt. Und jetzt, oh, ich weiß, was er macht. Er verschießt die letzten 2 Granaten. Aber das ist natürlich auch ein... So, und jetzt 1-on-1. Jetzt muss er den machen für die Granaten. Ja, das passt. 9 Kills. Radley Walters und die Verdienst geholt. Sehr schön, hat mir gut gefallen. E25 ist und bleibt einfach ein Monster. Und obwohl er so viel Premium schießen musste, weil einfach seine Ausrüstung nicht mehr hergegeben hat, hat er am Ende 74.000 Credits rausbekommen und hat gemacht 4.562 Schaden und 1.900 unterstützt. Hat er sehr gut, sehr bravourös gemacht. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.